Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie auch wieder da sind. Im Business ist es im Umgang mit Menschen so ähnlich wie mit der Verwandtschaft. Die kann man sich nicht alle aussuchen. Und falls jetzt meine Verwandtschaft dieses Video anschaut, ich habe natürlich eine total tolle Verwandtschaft. Aber wenn Sie Führungskraft sind und auch ein Team übernommen haben von Leuten, wo Sie sagen, die hätte ich mir selber so gar nicht zusammengestellt, kann es ja sein, dass Sie bei dem einen oder anderen so eine Abneigung erleben oder so eine Antipathie. Auf der anderen Seite möchten Sie als Führungskraft sicher auch gerecht sein. Sie möchten professionell sein und trotzdem sagen Sie, wenn ich die Person sehe, da stehen mir einfach die Haare zu Berge. Es ist jedoch Ihre Aufgabe, als Führungskraft zu Ihrem Team, zu einzelnen Personen mindestens eine neutrale Haltung zu haben. Sonst schadet es letztendlich Ihren Ergebnissen. Und wie Ihnen das authentisch gelingt, das erfahren Sie direkt nach dem Intro. Ihr Unterbewusstsein entscheidet in der Regel ganz schnell, ob Sie jemanden sympathisch oder unsympathisch finden. Jedoch können wir hier gegensteuern. Und das ist gerade, wenn Sie Führungskraft sind, umso wichtiger. Wenn Sie Antipathie oder Abneigung erleben und gegensteuern wollen, dann sind aus meiner Sicht drei Dinge wichtig. Zum einen, dass Sie sich der Gründe bewusst machen, woher das kommt, ja, warum Sie jemanden in diese Schublade stecken. Zum zweiten, dass Sie erkennen, dass Sie diesem Gefühl und dieser Emotion der Einschätzung nicht ausgeliefert sind und für sich Lösungsstrategien haben. Deshalb schauen wir uns im ersten Schritt an, was so typischerweise Gründe sind für Ihr Erleben. Und im zweiten Schritt erhalten Sie dann einige ganz konkrete Lösungsstrategien. Und den ersten der fünf Ursachen, den haben Sie so vielleicht gar nicht vermutet, den habe ich Neid genannt. Da geht es immer darum, und das läuft sehr unbewusst ab, dass andere Menschen irgendwas haben, was sie sich auch wünschen, was sie auch gerne hätten. Das muss überhaupt kein, um Gottes Willen, materieller Besitz sein. Das kann auch was Äußeres sein, es kann was Optisches sein, eine Erscheinung. Kann aber auch sein, dass jemand eine glückliche Familie hat, die sie sich wünschen. Es können aber auch Fähigkeiten sein, wo sie sagen, oh, derjenige ist so oder diejenige so wortgewandt, die können sich besser abgrenzen, die gehen leichter durchs Leben, was auch immer. Das zweite, und damit haben Sie vielleicht eher gerechnet, ist Folgendes. Der zweite Grund ist der eigene Spiegel. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn jemand Ihnen den Spiegel vorhält. Vielleicht gibt es Dinge an Ihnen, die Sie selber nicht mögen. Ja, bei den meisten Menschen gibt es irgendwas, das Sie selber nicht so klasse finden. Und wenn diese Verhaltenseigenschaften bei anderen Menschen ausgeprägt sind, läuft es oft unbewusst ab, dass man auch dagegen, weil man es in sich auch so ablehnt, so eine Aversion entwickelt. Aber auch das ist noch was, was über Sympathie und Antipathie entscheidet. Und das sind schlechte Erfahrungen. Wir haben ja alle ein Vorleben. Das heißt, bei schlechten Erfahrungen kann es zum Beispiel sein, dass Sie mit jemandem mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und die Person Sie daran erinnert letztendlich. Und es reicht schon, wenn das eine ähnliche Optik ist, wenn das eine ähnliche Sprache ist, wenn das eine ähnliche Gestik, Mimik, Körperhaltung etc. ist. Der vierte Punkt, der ist aber auch noch entscheidend. Der vierte Punkt ist die sogenannte Andersartigkeit. Denn das ist was, was ich in der Praxis, wenn mir Leute was erzählen, dass sie Leute in Schublade stecken, wo sie sagen, oh, da haben sie so eine Abneigung, finde ich oft die häufigste Ursache. Das ist dann, wenn man so den Eindruck hat, die andere Person kommt so von einem ganz anderen Stern. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Menschen sind uns ja dann sympathisch, wenn sie Gemeinsamkiten mit uns haben, wenn sie eine gewisse Ähnlichkeit haben, dann fühlen wir uns in unserer Weltsicht bestätigt. Und im Extremfall fühlt man sich durch diese anderen Wertvorstellungen oder diese Andersartigkeit im eigenen Selbst bedroht. Aber auch der fünfte Punkt, den halte ich als Führungskraft für Sie noch extrem wichtig. Eine mögliche Ursache ist Ablehnung, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen Teil von so einer Gemeinschaft sein und wollen Zugehörigkeit erleben.
Menschen mögen es in der Regel, dass sie gemocht werden. Und wenn sie hier Ablehnung erleben, dann kann es ergänzend sein, dass sie es auf sich beziehen. Und sind wir mal ehrlich, aus den Gründen, die ich gerade angesprochen habe, das verursacht kein gutes Gefühl. Was ist dann die Lösung? Wie können Sie jetzt Ihre Abneigung, wenn das vielleicht Ursachen bei Ihnen sind, so beeinflussen, dass Sie zumindest eine neutrale Haltung haben? Also zum Ersten ist es mal wichtig, sich der Ursachen überhaupt bewusst zu sein, denn es nützt Ihnen wenig als Führungskraft, wenn Sie so jemanden in eine Schublade packen, so Pappnase, dann ist es auch für Sie zum Nachteil. Und warum ist das so? Warum ist es auch für Sie so direkt zum Nachteil? Ihre Einstellung gegenüber einer Person ist das Wesentliche. Sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Und bevor wir uns gleich für Sie jetzt Lösungsmöglichkeiten anschauen, können Sie sich noch auf einen weiteren Bonus freuen. Denn Sie bekommen am Ende noch einen Tipp, wie Sie darüber hinaus noch die Qualität Ihrer Gespräche verbessern und Sie selber als wertvoller Ansprechpartner wahrgenommen werden. Und wie versprochen, habe ich Ihnen auch ein paar Lösungen mitgebracht. Die erste Lösung ist, sich dieser Ursachen, dieser Gründe erstmal bewusst zu machen. Gerade bei dem Punkt schlechte Erfahrung kann es sehr hilfreich sein, dass man das trennen kann und erlebt und sich bewusst macht, es hat konkret mit dieser Person gar nichts zu tun, es sind die eigenen schlechten Erfahrungen. Wenn wir so bei Neid und bei dem eigenen Spiegel, was könnten Sie hier tun? Da vielleicht netterweise auch zu sich selber fair sein und sich die eigenen Stärken und Schwächen auch zuzugestehen. Für viele ist gerade die Andersartigkeit die größte Herausforderung, weil gerade beim Menschen vom anderen Stern, dann hat man keinen Beipackzettel, wie man mit denen umgeht, weil man schließt ja in der Regel von sich auf andere. Und auch hierfür habe ich einen extrem geheimen Tipp, das habe ich Ihnen jetzt schon mal unten eingeblendet. Sollten Sie unbedingt unser Karrierevideo anschauen, weil es ganz typisch für Menschen, dass man mit denen, die ähnlich sind, wie man selber ist, da hat man so sein eigenes Werkzeug, weil man von sich auf andere schließt, klarkommt. Und dann gibt es aber die Menschen vom anderen Stern und von denen gibt es in der Businesswelt genug. Und damit Sie hier für sich Strategien haben, empfehle ich Ihnen das unbedingt sich anzuschauen. Aber auch ergänzend so ein bisschen Toleranz walten lassen. Und es gibt für die komischsten Dinge, die man auch an anderen Menschen erlebt, oft extrem gute Gründe. Die Krux ist nur, dass man diese Gründe oft nicht kennt. Und was auch hilft, das ist so der dritte Tipp zu dem Thema auch, wie Sie dagegen steuern können, den Fokus auf die Dinge lenken, die Sie an der Person mögen. Und wenn man sich genug Mühe gibt, dann gelingt einem das bei den meisten Menschen. Und da ich Sie sehr professionell oder denke, dass Sie jemand sind, der sehr professionell als Führungskraft agieren möchte, ist das was auch, was Sie sich absolut zutrauen können, sich mal die Frage zu stellen, was finde ich denn oder was sind denn die Fähigkeiten, die Eigenschaften, wie auch immer, was ich an der Person mag, weil das verändert den Fokus, weil es ist streng genommen Ihr Nachteil und nicht der Nachteil von Ihren Mitarbeitenden, wenn Sie einen schlechten Führungsstil haben. Von daher wäre mein Vorschlag jetzt, wenn Sie zum einen den Kanal noch nicht abonniert haben, dann unbedingt jetzt auf die Glocke auch noch ergänzend drücken, dann verpassen Sie auch nichts. Und wenn Sie dann die Qualität Ihrer Gespräche verändern wollen und dass Sie praktisch als attraktiver Ansprechpartner wahrgenommen werden möchten, dann sollten Sie sich unbedingt eins der beiden Videos anschauen. Dann sehen wir uns dort auch direkt schon wieder. Ich freue mich drauf. Ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jensen.